Erste Veranstaltung an der EURAG in Bozen im Rahmen der neuen Runde der von Landesrat Roberto Bizzo organisierten Innovationsgespräche zur Förderung der Innovationskultur in Südtirol. Und Landesrat Bizzo war es auch, der als Gastgeber darauf hingewiesen hat, dass die Europäische Union ein Programm initiiert hat, das auf soziale Innovation für ein integratives Wachstum setzt. Im Gespräch wurde das Thema vor dem Hintergrund der Standortpolitik, von Initiativen zur Stärkung des Arbeitsmarktes und der Erfahrungen von Unternehmen, die zu ihrer sozialen Verantwortung stehen, erarbeitet. Soziale Innovation ist ein Begriff, der dort angewendet wird, wenn es nicht nur um technologische Produkte geht, sondern um soziale Veränderungen voranzubringen. Meistens bestehen neue Bedürfnisse in der Gesellschaft und die müssen eigentlich mit neuen Lösungen, mit neuen Organisationsformen bewältigt werden. Um das geht es im Bereich der sozialen Innovation, wobei es nicht nur die Politik die Verantwortung trägt, sondern auch die Verbände und eigentlich die einzelnen Personen. Francesco Ghetti, Stadtrat für strategische Planung in Venedig, hat die Möglichkeiten der Messung des gerechten und nachhaltigen Wohlbefindens aufgezeigt, das heißt der Einführung anderer Parameter als der des klassischen Bruttoinlandproduktes zur Messung der Entwicklung einer Gesellschaft. Silvia Vogliotti, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Arbeitsförderungsinstitutes, hat die Vereinbarkeitsgutscheine vorgestellt, dessen Möglichkeiten das Ressort für Arbeit, Chancengleichheit und Innovation derzeit stark fördert. Zum Schluss hat die Verantwortliche für die Personalentwicklung einer multinationalen Firma daran erinnert, dass soziale Innovation auch über die allgemeine Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie laufen muss. Audit Familien und Beruf oder einfach mal diese Strategie in der Firma oder im Unternehmen zu haben, das war wichtig für uns, damit wir die Arbeit mit der Familie vereinbaren konnten. Wir haben ja hauptsächlich, also für 80% Frauenanteil in der Firma, und das sind Mütter von Kindern, die auch lediglich, sage ich mal, das Ganze dann mit der Familie vereinbaren müssen und mit den ganzen Verpflichtungen. Und es war einfach wichtig, denen die Möglichkeit zu geben, auch so flexibler denn je zu sein. Ja, das heißt also, dass sie auch ruhig und gelassen und motiviert zur Arbeit kommen können. Nach dem Erfolg der Innovationsgespräche des letzten Jahres und dem Interesse bei diesem ersten Treffen 2013 in der EURAG arbeitet man weiter daran, ein dichtes Programm an Innovationsgesprächen für dieses Jahr zu erstellen.